What? Was ist hier los? Da seid ihr ja so endlich. Hat ja lange genug gedauert. Ihr seid so spät dran, dass ihr mich nicht mehr aufhalten könnt. Bruder, planst du etwa noch mehr schreckliche Dinge? Olli, wie kannst du es wagen, alles so Origami zu machen? Nicht nur meine Schergen, sondern sogar mich. Aber was noch wichtiger ist, wo ist Prinzessin Peach? Ist sie in Sicherheit? Hat sie es bequem? Hat sie was zu lesen? Also, man kann von Bowser halten, was man will, ne? Aber er sorgt sich wirklich um Peach, ne? Ich frag meinen Freund, den kennt ihr nicht. Die Prinzessin? Die befindet sich direkt vor eurer Nase. Schaut doch hin. Ich hatte dir doch gesagt, dass ich den gesamten Pilzpalast zu einem Origami-Schloss falten würde. Einschließlich der Prinzessin. Nun ist sie eins mit dem Kastell. Wunderschön, edel und still. Ich bin mir sicher, dass sie so viel glücklicher ist. Du Monster! Prinzessin Peach ist das Kastell zu, in das Kastell zu falten, ist einfach furchtbar. Du bist so weit gegangen. Etwas Schlimmeres kann man sich gar nicht vorstellen. Außer... Oh nein! All diese Papierkraniche, das würdest du nicht wagen. Doch, das würde ich. Und ich habe es auch getan. Seht die Macht der 1000 Kraniche. Wer die Geduld aufbringt, 1000 Origami-Kraniche zu falten, dem soll ein Wunsch gewährt werden. Dies ist die wahre ultimative Macht und ich werde sie nutzen, um jeden letzten dieser elenden Toads in weißes Papier zu verwandeln. Was? Das ist völlig irre. Davon erholen sich die Toads noch nie im Leben. Sowas würde nicht mal ich machen. Und ich habe schon ein paar ganz schön fiese Dinger gedreht. Folgt mal Karmic. Ich verstehe immer noch nicht, was du gegen die Toads hast. Ist dir nicht klar, dass du selbst ursprünglich von einem Toad gefaltet wurdest? Aber natürlich ist es das. Und jener Toad ist der Grund, aus dem ich all dies tue. Dieser Narr hat das Papier, aus dem ich gefaltet wurde, nicht respektiert. Er hat drauf gekriegzelt. Ich trage auf ewig die Narben seiner Nachlässigkeit und seiner Gleichgültigkeit gegenüber Origami. Und dafür wird er bezahlen. Deswegen tust du das alles? Aber warum lässt du deine Wut auch noch an all den anderen Toads aus? Für mich sehen Toads alle gleich aus. Sie unterscheiden sich durch nichts. Sie sind alle gleich. Deswegen werde ich sie alle in Altpapier verwandeln. Dann muss ich nie wieder eines ihrer platten Gesichter sehen. Das ist meine Vision eines ruhmvollen Origami-Königreichs. Und du, Mario, hast dich zwar als äußerst störend erwiesen, doch selbst du kannst mich jetzt nicht mehr aufhalten. 999 Kraniche habe ich bereits gefaltet. Ich werde dich endgültig besiegen und danach wird dir die Ehre zuteil, zum letzten Kranich gefaltet zu werden. Du bist krank! Krank bist du, Olli! Dein Abenteuer endet hier und jetzt, Mario. Ich werde meinen Traum erfüllen. Und wenn du nicht einknicken willst, werde ich dich eben mit geballter Gewalt zusammenfalten. Die Faltkreise? Er hat die Macht auch. Aber woher hat er die Faltbibeln? Das Erdpergamenton, er hat sich in das Erdpergamenton verwandelt. Für wahr, ich habe die Pergamächte aller Faltbibeln gemeistert. Werde jetzt Zeuge, wie sich ein König dieser Techniken bedient. Mein Bruder klingt richtig aufgeregt. Das kann nichts Gutes bedeuten. Also sei auf der Hut, Mario. Ich habe meinen Hut immer dabei, Olivia. Was ist das für ein Symbol? Ach, da darf ich mir aussuchen, zu welchem Pergamenton ich mich falte, ne? Sieh nur, Mario, da ist einer dieser besonderen Faltkreise. Damit kann ich mich vielleicht in jedes der Pergamenter verwandeln. Das ist wohl der Plan. Okay. Dann drehen wir die Sache mal. Direkt so hin. Es gibt gar keinen Tipp hier.
Ich denke mal, wir müssen eventuell mit Elementen arbeiten. Weil... Weiß ich nicht. Welches Pergamentum möchtest du? Ich glaube, ich möchte das Eispergamenton. Um die Erde zu gefrieren quasi. Weiß ich nicht. Ne? Bei Feuer würde ich Wasser nehmen. Bei Wasser würde ich auch Eis nehmen. Weiß ich nicht. Was so, Papa? Ich kann mich nicht bewegen. Hahaha. Okay, es war richtig. Tiefgefroren und bewegungsunfähig. Tja, Olli. Heißt das, ich gehe jetzt mit Feuer drauf? Soll ich mit Feuer drauf gehen, um ihn wieder zu schmelzen und ihn damit zu verletzen? Oder? Ich weiß es nicht. Aber wenn er eingefroren ist, kann ich ja auch nicht auf ihn rumhampeln. Ich bin so unsicher. Vielleicht benutze ich die Hände? Könnte ich machen. Er heilt sich da drin. Hey, wie kann es sein, dass sich seine KP von allein wieder auffüllen? Habt ihr es noch nicht begriffen? Als Origami schalte und falte ich in diesem Gefilden, wie es mir beliebt. Je länger ihr zögert, desto mehr erhole ich mich. Also sputet euch. okay. Das soll wohl ein Witz sein. Außerdem ist das total unfair. Aber nur die Ruhe. Wir schaffen das, Mario. Tief durchatmen und die Ringe so schnell wie möglich anordnen. Richtig, richtig schnell. Uff. Okay. Das war doch richtig schnell, oder? Faltarme. Dann wollen wir mal. Kaboom. Und draufhauen. Sehr schön. Das war genau richtig. Gar nicht so übel. Zeit, meine Taktik zu ändern. Okay. Ich glaube, ich würde jetzt das Erdpergamentum wählen, um mich selbst zu schützen. Ich wüsste nicht, wie ich das sonst aufhalten soll. Entsinnt ihr euch noch der Wasserwirbel des Pergamentum? Nun, ich verleihe ihn obendrein eine persönliche majestätische Note. Was ist... Ach so, die majestätische Note ist, dass du mir die Sachen trotzdem irgendwie wegnimmst, ne? Du Arschi. Je nachdem, wo es stehen bleibt. Aber das kann man ja etwas steuern. Ach ja, richtig, die Wirbel spülen alle Felder weg. Man muss nur gucken, wo die Wirbel gerade stehen. Dann ist alles fein. Das Erdpergamentum, bitte. Aber eigentlich ist es auch gut, dass hier keine Tipps gegeben werden, ne? Bisschen mehr Eigeninitiative beweisen. Da hat die natürlich nicht getroffen, aber schützt mich. Hoffe ich. Riesenwelle. Ja, Schnauf. Du bist noch da. Wie kann das sein? Tja. So ist das. Ich brauche den Einschalter und die Ärmchen. Und zwar ganz schnell. So, kurz kontrollieren, yes.
So, auf ihn mit Gebrüll! Das lief besser, als ich erwartet habe. Aber das wird nicht das Ende sein. Ihr habt meine überlegene Fightkunst durch den Schredder gejagt. Bruder, alles in Ordnung? Du musst doch völlig erschöpft sein. Sich auch nur in ein Pergamenton zu verwandeln, ist schon... Pappalapapp, spar dir dein Mitleid. Einst faltete ich dich, um mit dir gemeinsam diese triste Welt in ein Origami-Königreich zu verwandeln. Doch du hast mich verraten und dich obendrein mit diesen Pappnasen eingelassen. Sieh es endlich ein, Olivia. Wir beide sind Origami. Wieso nur stellst du dich gegen mich? Olli, wir mögen beide Origami sein, aber was du tust, ist nicht, wofür wir gemacht wurden. Entstanden sind wir zwei aus einfachem Blatt Papier, den unser Geist eingefaltet wurde. Wir wurden mit Liebe gefaltet. Liebe zur Kunst, Liebe zur Kreativität, Liebe zum Leben selbst. Darum geht es doch bei Origami. Wir sollten allen Papierwesen die Hand reichen, wenn wir Liebe in unseren Herzen tragen. Du willst mich über Liebe belehren? Wo war denn diese Liebe, als jener papierne Tod meinen Körper bekritzelte? Wir haben nichts mit diesem platten, einseitigen Narren gemein. Wir wurden zu Größerem gefaltet. Ich hätte wissen müssen, dass du mich nicht verstehen würdest. Wie auch? Schließlich war ich es, der dich erschuf. Vielleicht zu perfekt. Diesen Fehler werde ich beheben. Olivia, werde Zeuge, wie ich mich der wahren Origami-Macht bediene. Er entfaltet sich immer weiter. Was geschieht hier? Was sollen wir tun? Okay, wild. Nein, die Toads! Was machst du, Olli? Sieh dich um, Olivia. Mein Faltmaterial ist die Realität, wie ihr sie zu kennen glaubtet. Denn nicht ohne Grund ist Origami der Inbegriff der Macht, die unendlicher Verwandlung innewohnt. Mit dieser Macht werde ich diese Welt ein für alle Male von sämtlichen jämmerlichen und papierdünnen Wesen befreien. Klappe, du Origami-Pappe. Du denkst wohl, wir ziehen den Schwanz ein, bloß weil du dich aufpustest und komisch aussiehst? Du bist hässlich. Du und deine Frisur, ihr geht mir ganz gewaltig auf die Nerven. Zeit für euch, den Abflug zu machen. Bowser, warte! Deine kleine Ansprache war schrecklich toll. Aber hier ist mein Bruder viel zu mächtig. Er würde dich zerknüllen. Auch ich spüre die Origami-Macht dieses Orts in jeder meiner Falze. Doch wenn sie ihn stärken kann, wieso dann nicht auch dich? Erlaube mir, dich zu falten! Was? Er konnte nicht mal antworten. Der Arme. Kaum war er wieder entfaltet, wird er wieder zusammengefalten. Ojemine. Ojemine. Aschik? Gar nicht übel, Origami-Göre. Jetzt zeigen wir ihm mal, wie ein echter Boss eine Bosslacht schlägt. Okay. Ja, der Typ ist stärker als er aussieht. Ich brauche Verstärkung. Okay. Wow, wo kommen denn die ganzen Faltkreise auf einmal her? Die kommen gerade rechtzeitig. Lass uns Bowser helfen, indem wir mit den Faltarmen auf den Boden schlagen. Wenn sich Bowser einen Faltkreis nähert, lauf hinter ihn und setze die Faltarme ein. Wenn er die Position wechselt, drücke B, um abzubrechen und den Faltkreis zu wechseln. Okay. Hier? Ja! Attacke! Was? Der Faltkreis hat sich in Luft aufgelöst. Oh je, es scheint, als würden sie nicht sehr lange halten.
Wie könnt ihr es wagen, mich ins Handwerk, mir ins Handwerk zu pfuschen? Ich werde euch Besseres zu tun geben. Nehmt dies. Ah, lol. So, da sind sie. Wo sind sie? Weg. So, wunderbar. Das sind zu viele auf einmal gerade. Da kann ich nicht so einfach drüber springen. Das geht? Geil. Nice. So, los geht's. Okay. Konzentration. Ja, ich beeil mich doch. Kämpfe besser. Damit ich nicht helfen. Ha, nice. Okay. Ah, oh, den habe ich nicht gesehen. Habe ich zu spät reagiert. Warte. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? So ein brüllender, wichtiger Wichtigtour jagt mich nicht ins Boxhorn. Feldscherge, zu mir! Nein. Oh Gott. Oh je, eine riesige, böse Fratze. Was soll das denn? Und wo kommt die überhaupt her? Wir müssen etwas unternehmen. Und zwar schnell. Schlage so oft wie möglich auf den Boden, ehe uns das Ding unter sich begräbt. Feldame. Feld gleich. Ah! Na, nicht vom Pappe, was? Was? Ach so, okay. Sei verflucht! Die Ereignisse überschlugen sich gerade irgendwie. Ich wollte nämlich gerade abbrechen und weglaufen. Ich kann es nicht glauben. Ich weiß, dass auch Gutes in ihm steckte, aber Olli hat flaches Papier gehasst bis zum bitteren Ende. Auf Wiedersehen, Bruder. Ich hoffe, dass wir uns eines Tages wieder begegnen werden. Ich wollte gerade sagen, das war es ja noch nicht. Das ist nicht meine letzte Form. Ja. Spielen wir Zelda? Oh Gott. Ich lasse das nicht zu. Ich zerknülle euch. Euch alle. Oh nein, mein Bruder ist viel zu groß. So können wir ihn niemals aufhalten. Oh, Moment mal. Der Origami-Meister gab mir etwas ganz Besonderes, bevor wir seine Werkstatt verließen. Jetzt ist die Zeit gekommen, es einzusetzen. Das habe ich glatt vergessen. Sie hat ja nicht gesagt, was sie ihm gegeben hat. Ja, was er ihr gegeben hat. Ja, hab ich gesagt, oder? Egal. Hauptsache, sie setzt es jetzt ein. Ist das eine Choreografie? Noch ein Faltkreis? Papp, wie erbärmlich! Was hast du damit vor? Mich mit deinen schwächlichen Armen kitzeln? Okay. Ich muss das zusammenpuzzeln. Ach Menno, er hat unseren Faltkreis durcheinander gebracht. Könnte der vielleicht mal 2 Sekunden lang verkämpfen? Meine Wut, mein Zorn, sie haben sich in ein aufsteigendes Gift verwandelt. Wenn ihr mich besiegen wollt, tut ihr es besser schnell, denn wenn es die Plattform erreicht, ist es auch aus mit euch. Beeil dich, Mario, wir müssen diesen riesigen Faltkreis so schnell wie möglich in Ordnung bringen. I try... das könnte hier runterkommen. Wie? 4, 3, 2, 1. Willst du mich verarschen? Nimm dies! Nein, bitte nicht. Okay. A drücken für Piff Puff. So. War blau links? Nein, blau war rechts.
Keinen drinnen! Wie dreist! Du bist dreist! So, das kommt hier hin. Das stimmt doch alles noch nicht. How? Ja, warte mal. Ich bin gerade etwas verwirrt. Ich weiß nicht, wie das gedreht werden muss. Hilfe! Ich brauche Hilfe. Ich bin in Gefahr. What the f... Ich erkenne das Muster nicht! Ich erkenne das Muster nicht! Nochmal. Okay, der dreht das und dann... Völlige Katastrophe. Dass er dazwischen die ganze Zeit angreift, macht es auch nicht besser. Das ist ja völlig auf dem Kopf. Warte, dann muss ich die so drehen, ne? Glaube ich. Selber du. Warte, erstmal richtig rumdrehen. Das, ne? So. Warte, so. Aber dann ist nur der Grüne schon mal richtig. Ah, doch, Rot ist auch richtig. Perfekt. Ah, zu früh. Entschuldigung. Au, au. Die Schere war neu. Nee, das Blau da ist, war schon richtig. So. Das ist so richtig. Da wollte er antäuschen, hast du gesehen? So. Du denkst, das lasse ich zu? Ich verwandle diesen Faltkreis in nutzloses Altpapier. Oh mein Gott! Diese Quicktime-Events. Du Narr! Nein, du bist der Narr! Falten! Let's go, Olivia! Wir schlagen Olli ins Gesicht! Das ist geschafft, Mario! Endlich können wir den Faltkreis einsetzen! Der Origami-Meister hat mir eine letzte Falttechnik verliehen. Sie ist der einzige Weg, um Olli aufzuhalten. Du opferst dich jetzt aber nicht, oder? Wehe, du opferst dich. Du bist ja der Hammer. Süß. Bruder, bitte komm wieder zu Sinn. Komm zu Sinnen, Mann. Okay. Es tut mir leid, Bruder. Ich wusste nicht, was ich sonst hätte tun sollen. Aber jetzt bist du völlig zerknüllt. Vielleicht bin ich zu weit gegangen.
Olivia. Du hast das Richtige getan. Du hast alles in deinen Angriff gelegt. Er hat mich aufgeweckt und nun sehe ich endlich die Wahrheit. Ich war zu stolz und dachte nur an mich selbst. Mein Herz hatte einen Knick. Huch, was ist das denn da? Das auf deinem Bauch. Ach, das... Warte, es tut weh, wenn ich mich bewege. Das ist der Grund für all den Wahnsinn. Das gedankenlose Gekritzel, mit dem mich jener Tod entstellte. Lies es mir bitte vor. Ich muss wissen, was dort steht. Lies mir vor, womit ich bekritzelt wurde, damit ich ein letztes Mal lachen kann. Alles klar, mache ich. Also, mal sehen. Mein lieber Olli, mögest du ein gerechter und gütiger König sein? Es ist überhaupt nichts Albernes, ganz im Gegenteil. Es ist eine liebevolle Nachricht des Origami-Meisters. Er hat dir damit nur alles Gute als König gewünscht. Au, au. Ach, ich war ein furchtbarer König. Schäbig, wie ich mit jedem Tod seine Freundlichkeit vergolten habe. Ich war so blind vor Wut. Ich habe so viel Unverzeihliches getan. Und es tut mir so leid, dass sogar Prinzessin Peach und Mario darunter zu leiden hatten. Olivia, du musst etwas für mich tun. Ich flehe dich an. Bitte nimm diese 999 Kraniche und falte aus mir den letzten, der zu 1000 Kranichen noch fehlt. Wenn du den 1000. Kranich gefaltet hast, wird dir ein einziger Wunsch gewährt. Es macht zwar meine Untaten nicht wieder gut, doch mehr kann ich nicht mehr für dich tun. Ich bitte dich vom ganzen Herzen, Olivia. Tu es für mich. Oh mein Gott. Bruder Hinz! Mario, ich muss dir etwas sagen. Ich weiß überhaupt nicht, wie man Kraniche faltet. Was? Olli hätte es mir vielleicht zeigen können. Schließlich hat er das Kastell und auch mich gefaltet, aber sieh ihn dir jetzt an. Was hast du denn schon alles gefaltet? Schau dir das doch an. Du kannst das. Warum bebt es? Was? Der Meister! Hey Leute, habe ich was verpasst? Hört mal, ich habe den Origami-Meister gefunden. Vielleicht kann der Olli diesen Irrsinn ausreden. Er hat ihn ja schließlich gefallen. Hä? Oh, dieses königliche Purpur. Fasern fein wie junge Daunen. Ja, an dieses Papier erinnere ich mich noch sehr gut. Und Olivia, schön dich zu sehen, dass du die Riesenhammer-Technik auch einsetzt, die ich seinerzeit in dein Design eingearbeitet habe. Aber Moment, was sehe ich da? All diese vielen Kraniche. Versucht hier etwa jemand, die verbotene 1000-Kraniche-Technik anzuwenden? Ja, aber ich verspreche, dieses Wissen nicht für böse Zwecke einzusetzen. Kannst du mir zeigen, wie ich den letzten Kranich falte? Ich möchte den letzten Wunsch meines Bruders erfüllen und den 1000. Kranich selbst vervollständigen. Ja, das werde ich. In gewisser Weise ist all dies auch meine Schuld. Schließlich war ich es, der deinen Bruder faltete. Dies soll meine letzte Falterweckung sein, Olivia. Mache dich bereit für die Faltkunstlektion deines Lebens. So schnell faltet man einen Kranich. Ich hoffe, ihr habt aufgepasst. Gut gemacht, damit ist die Technik abgeschlossen. Du kannst dir jetzt etwas wünschen, Olivia. Okay, puh, also, was wünsche ich mir denn? Kannst du dir das vielleicht vorher überlegen? Kraniche, hört meinen Wunsch. Möge alles von meinem Bruder gefaltete Origami wieder entfaltet werden. Das heißt auch sie selbst. Olivia.
du liebe Zeit, was machen wir denn alle hier? Prinzessin Peach, du bist ja wieder normal. Hurra! Moment mal, hier fehlt doch jemand. Wo ist Olivia? Sie wurde von Olli gefaltet und ist jetzt weg. Sie hätte doch einen kleinen Nebensatz sagen können. Bitte alles entfalten. Außer mir. Naja. Ich schätze, das war wohl nicht möglich. Ich bin ja so froh, dass alles wieder normal ist. In Toadtown herrscht geschäftiges Treiben wegen des Origami-Fests. Alle entdecken die Magie des Origami und amüsieren sich. Wirklich alle. Mario, Peach, seht euch das an. Mein Meisterwerk ist komplett. Es fehlen noch zwei Origami-Figuren. Seht ihr? Ein Miniatur-Origami-Schloss wie das von Olli. Mario, denkst du an das Origami-Mädchen, das mich gerettet hat? Sie war so mutig. Sie hat das alles für uns getan. Ich wünschte, ich könnte ihr danken. Kommt mal alle her, es ist Zeit für das große Finale. An alle Origami, danke. Voll schön. Und Umweltverschmutzung, aber ich meine ja nur. Aber voll schön. Paper Mario. The Origami King. Das war das Spiel. Aber da ich so nah an der Komplettierung bin, werden wir da noch ein bisschen was machen. In Toadtown fehlen noch ein paar Sachen. Das kommt dann in einem kleinen Extra-Video. Und ja, die Pokale werde ich wahrscheinlich nicht alle machen, weil das soll sehr, 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 sehr schwer sein. Ich kann es versuchen. Aber ja, das dann in der nächsten und vermutlich letzten Folge. Das Finale haben wir ja jetzt hinter uns gebracht. Ach, schön, wie die beiden an alles jetzt nochmal vorbeifahren. Toll. Wirklich toll. Gut. Ihr wisst, wie ich zu Paper Mario stehe. Ich liebe die Teile. Ich liebe sie einfach. Ein paar habe ich auch noch nicht gespielt. Zum Beispiel den ersten Teil. Super Paper Mario heißt der Teil für die Wii, glaube ich. Die anderen habe ich gespielt, alle, ne? Ich meine, ja. Ja, kommt auch noch auf die Liste, ne? Dann verabschiede ich mich schon mal von euch. Vielen Dank, dass ihr bei diesem Projekt zugesehen habt, dass ihr so fleißig kommentiert habt und Likes gegeben habt und geteilt habt wie die Verrückten. Vielen, vielen lieben Dank. Und natürlich danke ich meinen Kanalmitgliedern ganz, ganz, ganz herzlich
für die zusätzliche Unterstützung. Nico Green, vielen Dank. Nigoya, Maxen, White Tiger, Lukas und Notopia, danke für eure Unterstützung. Und dann sehen wir uns im nächsten Projekt wieder oder in der kleinen Extra-Folge, wie ihr möchtet. Ich sage schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal, hoffe ich. Bye, bye.